Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist Dieter Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Jenny. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist die 23. Sonderfolge unseres Podcasts. Ja, wir haben ja zuletzt in der letzten Folge mit Roberto Hilbert gesprochen über die Meistersaison 2006-2007. Und heute in der 23. Sonderfolge haben wir erneut einen ehemaligen Meisterspieler des VfB Stuttgart zu Gast. Er ist sogar zweimal Meister geworden. 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern. Aber vor allem, und darüber wollen wir heute reden, 1992 mit dem VfB. Herzlich willkommen beim Podcast Andreas Buck. Ja, hallo zusammen. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ja, Andreas, wir wollen heute über die Meisterschaft 1992 reden, auch noch ein bisschen über deine Karriere und auch noch ein bisschen darüber, wie du zum VfB gekommen bist. Aber zunächst mal würde ich sagen, Jenny, reden wir doch so ein bisschen über das, was heute so los ist bei dir. Genau, also natürlich stellt sich immer die Frage, wie geht's dir im Moment? Bist du noch fit? Wie beschäftigt dich die Corona-Krise und was machst du heutzutage beruflich? Also wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und haben gelesen, dass du als Vermögensberater für Fußballprofis tätig bist, gemeinsam mit Urs Meier, gell? Und, das ist nicht so ganz richtig. Das wird immer so ein bisschen dargestellt als Vermögensberater. Ja. Ja, das ist mir nicht ganz so recht, weil wird man ein bisschen in diese Schiene gesteckt, so deutsche Vermögensberatung und so weiter. das ist eigentlich nicht so richtig. Also wir haben Spezialkonzepte im Versicherungsbereich für Profisportler, das machen wir. Und zum anderen betreuen wir aktive und ehemalige Spieler in Sachen Berufsgenossenschaft mit ihren Verletzungen, die sie erlitten haben während der Karriere. Okay. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein total interessantes Aufgabegebiet, dass du da erfüllt, weil das ist ja sowas, das denke ich, viele Profisportler einfach auch umtreibt, wie geht's weiter, und viele sind da ja auch, ich denke immer, wenn man so jung in Profisport reinkommt, ist man da vielleicht auch einfach ein bisschen unbedarft und denkt da vielleicht gar nicht so viel drüber nach. Ja, das ist definitiv auch ein Problem und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir während der Karriere auch nicht den großartigen Matchplan für danach irgendwie zurechtgelegt. Ich hatte einfach das Glück, dass mein Onkel eine sehr große Versicherungsagentur hatte und da konnte ich dann direkt einsteigen nach der Karriere. Weil du als Spieler, wenn du aktiv bist, denkst du immer nur in diesem Fußballkosmos und beschäftigst dich den ganzen Tag immer nur mit diesem Fußballthema, sodass du auch immer den Eindruck hast, dass der nächste Vertrag, der kommt ohnehin automatisch, aber irgendwann ist es halt dann trotzdem mal vorbei und viele sind davon überrascht. Ja, auf jeden Fall. Merkst du an der Corona-Krise jetzt, dass du mehr Klienten hast, dass vielleicht mehr Profis auch auf dich zukommen und sagen, hey, wie überstehe ich das? Na, eher weniger. Ich glaube, die Berater haben jetzt auf einmal ein ganz anderes Betätigungsfeld, wie sie es normal gewohnt sind. Normalerweise müssen sie immer schauen nach dem neuen Vertrag. Ich glaube, jetzt müssen sie eher ihre Klienten, also ihre Sportler, ein bisschen beruhigen. So nach dem Motto, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn jetzt der Spielbetrieb nicht mehr weitergeführt wird? Was passiert über den 30.06. hinaus, weil der Vertrag ja eigentlich bei einigen ausläuft und vielleicht wird aber die Saison weitergespielt. Das ist alles so eine Grauzone. Also ich glaube, die Berater haben jetzt die Chance zu zeigen, dass sie auch wirklich was drauf haben. Mhm. Ja. Okay. In anderen Bereichen, nicht nur den Transfer machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Transfer mache für den Marco Reus, das ist ja nicht so wahnsinnig schwer. Da muss ich nur gucken, dass mein Akku im Telefon immer voll ist, weil da rufen die Vereine von alleine an. Ja, aber jetzt hast du vielleicht mal andere Themen als Berater, wo du dich mal richtig ins Zeug legen kannst. Okay. Wir haben jetzt natürlich auch einige Zuschriften erhalten, unter anderem auch eine längere Zuschrift, die ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch ganz gern vorlesen will. Und da haben wir, da schreibt der Jake, dass er eigentlich keine direkte Frage an dich hat.
was du jetzt machst und wie es dir geht, werden wir sehr sicherlich im Detail berichten. Und darüber haben wir jetzt gerade auch schon gesprochen. Es freut ihn auf jeden Fall sehr, dass wir uns für dich entschieden haben, weil du warst eins seiner größten und ersten Jugendidole im Brustring-Trikot. Und hey, wow. Ja, und er schreibt, ich war schon immer maximal beeindruckt von seiner unfassbaren Schnelligkeit und seiner Dribblingstärke. Da ich selbst Fußballer war, war es zu diesem Zeitpunkt circa C-Jugend ein großes Bedürfnis von mir, ihm zu schreiben, ihm um eine Autogrammkarte zu bitten und in meinem Brief danach zu fragen, wie er denn so schnell geworden ist. Einen Antwortbrief habe ich nie erhalten, jedoch lag eines Tages ein Umschlag mit einer Autogrammkarte in meinem Briefkasten. Ich habe mich damals extrem gefreut und habe weiter an meiner Schnelligkeit gearbeitet. Deshalb hast du seine kleine Anekdote zu dir. Und er fand dich ein mega sympathischer Spieler. Und während er so schreibt, ist ihm dann doch noch eine wichtige Frage eingefallen. Er meinte sich zu erinnern, dass du dir mal den Fuß gebrochen hast beim Treppenabsteigen in den Keller. Er glaubt beim Getränke holen oder so. Ihn würde sehr interessieren, ob das stimmt und falls ja, wie das zustande kam. Ja. Also erstmal, das freut mich wahnsinnig, wenn ich so positive Botschaften kriege. Das zeigt mir einfach, dass ich doch einiges richtig gemacht habe in meiner Fußballkarriere. Finde ich cool, freut mich tierisch. Mit dem Fußbruch stimmt nicht so ganz. Ich habe mir mal einen Muskelbündelriss geholt, als ich die Treppe hochgerannt bin, weil das Telefon geklingelt hat. Ja, das war nicht wirklich ein Highlight meiner Karriere, ja, weil ich musste ja dann am nächsten Morgen, musste dann zum Trainer, das war damals der Jürgen Sundermann, musste dann antanzen, das war damals Interimstrainer, mal kurz, und dann musste ich da antanzen und ihm dann berichten, dass ich mich zu Hause beim Treppen draufrennen verletzt hatte. Ja, und dann fiel ich, glaube ich, vier bis fünf Wochen aus, wurde wieder fit, hab dann trainiert und hatte immer so einen Tapeverband dran am Knöchel, weil ich mit den Bändern Probleme hatte. Und war so frustriert vom Training, dass ich mit einer Gewalt, mit der Schere da rumhantiert habe an meinem Sprunggelenk und habe mir unten in die Fußsohle geschnitten. Boah. Ja. Oh. So, also eine klaffende Platzwunde. Und man muss sich das vorstellen, ich bin dann zum Sundermann wieder rein, nachdem ich nach dieser Verletzung wieder zurückgekommen bin und habe ihm gesagt, ich habe mir gerade eben den Fuß geschnitten, bin dann wieder ausgefallen. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das können wir unmöglich der Presse mitteilen, weil das glaubt uns kein Mensch. Aber so war es. Ja. Schön. Schöne Anekdote. Eine schöne Zeit. Ja, genau. Also der Jake hat da nachgefragt und wie gesagt, dann ging es ja dann auch weiter. Du warst ab 1990, 91 beim VfB. Da gebe ich jetzt mal an den Yannick weiter. Ja, genau, richtig. Also deine erste Saison 90-91, aber vorher gehen wir ein bisschen in deine Vergangenheit. Bist geboren in Geislingen an der Steige, im schönen Geislingen an der Steige. Das ist ja auch der Geburtsort der Allgöwer Brüder. Jürgen Klinsmann hat hier seine ersten Schritte im Fußball getan. Jetzt unsere Frage, kanntest du sie? Und also damals schon, und war der SC Geislingen seinerzeit eine Talentschmiede? Also Talentschmiede war der SC Geislingen definitiv. Also wir haben in unserer Jugend, in der A-Jugend zum Beispiel, hatten wir den VfB mit 3-0 geschlagen und als Stuttgarter Kickers mit 6-2 geschlagen. Das war damals schon extrem außergewöhnlich für eine Mannschaft wie Geislingen. Aber wir haben natürlich da wieder dann gegen Mannschaften verloren, gegen die normalerweise nicht verlieren darfst oder Punkte abgeben. Aber es war definitiv zu der Zeit eine absolute Talentschmiede mit wirklich sehr, sehr guten Jugendtrainern. Aber vielleicht kam da auch ein bisschen Glück dazu. Ja, muss man sagen, dass dann einfach in der Phase so viele Talente da waren. Die genannten Personen, Karl Allgöwer, Jürgen Klinsmann, das waren natürlich meine Idole in der Kindheit. Und ich weiß, dass der Karl, der kam einmal, da habe ich glaube B-Jugend gespielt, kam einmal beim Training vorbei und dann hat er mit uns ein bisschen den Ball hochgehalten und da war ich so nervös, dass ich kaum was zustande gebracht habe. Ja, weil der Karl war absolut mein Idol zu dieser Zeit. Ja, und deswegen war das dann später umso außergewöhnlicher, dass er mit ihm zusammenspielen durfte. Sehr schön. Ja, damit hast du eigentlich schon fast die nächste Frage beantwortet. Warst du als Kind VfB-Fan? Also so richtiger? Also ich muss ja jetzt wieder mal gestehen, dass ich Bayern-Fan war. Ja, oh, okay. Tut mir echt leid. Aber man soll ja ehrlich sein, ne? Und deswegen, also ich fand, Karl-Heinz Rummenigge war damals echt der Topspieler für mich, aber danach kam der Karl, muss man schon sagen.
Okay, gut. Man muss fairerweise sagen, Bayern hat ja auch zu seiner Zeit dann auch eine sehr gute Mannschaft. Also durchaus keine allzu große Schande. Danke. Alles gut. Dann kamst du ja als 23-Jähriger aus der zweiten Liga vom SC Freiburg zum VfB und hattest vorher ja dann auch schon in deiner Geburtsstadt, du hast es gerade erwähnt, beim SC Geislingen und auch beim VfL Kirchheim gespielt. Und zu dieser Zeit in Kirchheim hat uns auch ein User auf Twitter etwa eine Frage gestellt, und zwar ist es der Schluri. Und der Schluri fragt, ob du denn noch mit dem VfL Kirchheim verbunden bist und ob du weißt, welcher Ex-Kirchheimer beim VfB ein Spiel und ein Tor machte und gegen welche Mannschaft. Also zum VfL Kirchheim habe ich leider gar keinen Bezug mehr. Ich habe da auch nur ein Jahr gespielt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie, glaube ich, relativ weit abgesunken sind. Ich glaube, Bezirksliga oder irgendwie sowas in der Richtung, was ich sehr schade fand. Ein Spieler vom VfL Kirchheim, der ein Tor geschossen hat, hat er nur ein Spiel gemacht. Beim VfB, also so, ich habe jetzt die Frage so vorgelesen, wie sie da stand, ein Spiel und ein Tor machte und gegen welche Mannschaft, ein Ex-Kirchheimer. Also das könnte vielleicht der Rolf Baumann gewesen sein. Rolf Baumann. Ja, weiß jemand von euch die Antwort? Also ich weiß auch nicht. Wir wissen es auch nicht. Ich dachte, du weißt, ich war mir so sicher, dass du weißt, dass ich gar nicht geguckt habe. Also ja. Ich weiß, dass der Rolf Baumann, der war, glaube ich, entweder ein Jahr oder zwei Jahre vorher, ging er zum VfB. Oder bevor ich nach Freiburg ging, ging er zum VfB und er hat wenige Spiele gemacht, aber ich glaube, es wäre mir neu, dass er auch ein Tor geschossen hat. Ja. Also es gibt ein paar ehemalige Spieler, die beim, also von Kirchheim, die auch beim VfB waren. Einmal Tobias Rathgeb, der hat aber definitiv mehr als ein Tor gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oliver Otto vielleicht, der hat nicht so wahnsinnig viele Spiele für der war ja auch zeitgleich mit dir. Aber VfB, oder? Der hat definitiv mehr als eins gemacht. Okay, definitiv. Müssen wir mal nachrecherchieren, vielleicht. Rüdiger Kauf, ja. Michael Ölkuch, Christian Gentner hat auch mehr als ein Tor gemacht, das weiß ich. Ja, das glaube ich auch. Thomas Vodaric hat auch mehr als eins gemacht beim VfB. Ja. Müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ich war mir sicher, dass du es weißt. Deswegen müssen wir nochmal nachrecherchieren. Also, Wahnsinn. Nee, weiß ich echt nicht. Okay. Sehr schön. Dann kommen wir zurück zum Wechsel vom SC Freiburg zum VfB. Wie war es damals für dich, zum VfB Stuttgart zu wechseln und warum bist du gewechselt? Also ich hatte ja zwei Jahre in Freiburg gespielt bis dahin, glaube über 70 Zweitligaspiele, aber das war natürlich eine ganz andere Nummer. Also Freiburg war damals ein Verein in der zweiten Liga, da war es einfach okay, wenn du nicht absteigst, ja, und alles andere war eigentlich im Prinzip egal. Also das war eigentlich fast eine Amateurmannschaft, so von der Ausrichtung her, nicht so wie es heute ist. Und wir hatten, glaube ich, zwischen 2.000 und 5.000 Zuschauer im Heimspiel, Holztribüne, Kakerlaken in der Dusche. Also das war wirklich kein Profiverein in dem Sinne, wirklich nicht. Ja, aber auch nicht böse gemeint, das war richtig familiär. Und als dann die Möglichkeit sich auftat, dass ich zum VfB gehen konnte, war das natürlich dann ein wahnsinniger Sprung für mich. Und also ich war wirklich sehr ehrfürchtig dann mit den Immels, Fronzeks, Allgövers, Buchwalz, dann auf einmal auf dem Trainingsplatz zu stehen. Deswegen habe ich, glaube ich, im ersten halben Jahr vielleicht drei Wörter gesagt und das war's dann. Mehr war's nicht. Okay, also war es eine sehr spannende Zeit damals für dich auf jeden Fall und die sportliche Perspektive letztendlich auch ausschlaggebend, dass du seinerzeit gewechselt bist. Ja, definitiv. Der VfB hatte ja eine starke Truppe und das war ja nicht irgendein Bundesligist, sondern es war schon eine Hausnummer mit zahlreichen Nationalspielern. Deswegen, ich habe mir aber ganz ehrlich auch gar nicht so wahnsinnig viele Chancen irgendwie ausgerechnet, dass ich da vielleicht irgendwie mal Stammspieler werden würde. Ich war da eher so zurückhaltend, dass ich gedacht habe, ja, mal gucken, wie das Ganze so wird. Schauen wir mal. Okay. Ganz kurz noch zum Thema, zu der Frage mit Kirchheim. Also ich habe jetzt mal verschiedene Spieler durchgeguckt. Es gibt mehrere Spieler, die zumindest laut Wikipedia nur ein Tor für den VfB geschossen haben. Unter anderem Thomas Vodaric. Hat auch nur ein Ehrlich jetzt, ja? Ja, Wahnsinn. Also zumindest sagt mir das Wikipedia. Okay. Tobias Rathgeb hat gar nicht für die erste gespielt, aber Oliver Otto ist ja auch nur mit einem Tor verzeichnet für die erste vom VfB. Also das kann sein, dass der Olli Otto wirklich nur eins geschossen hat. Ich kann mir ja noch daran erinnern, dass er eins geschossen hat. Mehr werden es nicht gewesen sein, aber er hat mehrere Spiele gemacht, meine ich. Ja, sechs Spiele steht bei Wikipedia, zumindest. Also
Weiß ja. man ja nie, wie akkurat das dann ist, aber okay, also wir können die Frage nicht eindeutig beantworten, das ist schon mal genau. Alles klar, lassen wir es mal so stehen. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Moment in der Geschichte des VfBs. Wie ich finde, Christoph Daum ersetzte den leider mittlerweile viel zu früh verstorbenen Willi Entenmann im Abstiegskampf als Trainer und führte die Mannschaft damals dann noch auf Platz 6, der zum UEFA Cup reichte, weil Werder Bremen den Pokal holte. Wie hat er das geschafft? Und war es einfach dieses frei nach Otto Baric, kommt Frieling, kommt VfB? Oder was war der Grund, warum dann dieser Lauf plötzlich gelang? Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon eine super Substanz in der Truppe, also von der Qualität her war die Truppe ja außergewöhnlich. Aber bei Willi Entenmann, irgendwas hat dann nicht gepasst im Gefüge mit der Mannschaft. Vielleicht konnte sich auch nicht so richtig durchsetzen bei den ganzen Starspielern, die wir damals einfach hatten. Und dann kam Christoph Daum. Ja, und da waren, glaube ich, im ersten Training waren gleich 2000, 3000 Zuschauer da. Und wer ihn ja kennt, der weiß ja, der brennt ja, das Feuer steht in den Augen. Und da hatten auch die Arrivierten, hatten auf einmal irgendwie Bedenken so nach dem Motto, was kommt jetzt da für einer, der ist nicht ganz dicht vielleicht irgendwie. Ja. Das war dann für alle irgendwie eine neue Situation. Für mich persönlich war es absolut ein Glücksgriff. Denn der Christoph, der kam direkt zu mir her und hat gesagt, er gibt mir jetzt 10 Spiele. Egal wie ich spiele, er wird mir 10 Spiele geben. Bis dahin muss ich aber auch irgendwann mal gut gespielt haben, sonst werde ich bei ihm nie wieder spielen. Aber die 10 Spiele, die gibt er mir. Und dann habe ich auch im ersten Spiel unter Christoph Daum habe ich dann direkt gespielt. Ja. Und von da an war ich eigentlich Stammspieler. Also für mich war das ein absoluter Glücksgriff. Weil unter Willi Entenmann hatte ich gar keine Rolle gespielt. Null. Okay. Ja, so wie es oftmals ist, neuer Trainer, neues Glück. Und das Saisonhighlight damals, wenn du dich erinnern kannst, das 7:0 gegen Borussia Dortmund, ein Ergebnis, von dem wir heutzutage alle träumen würden. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das war, glaube ich, das erste Spiel in der Rückrunde. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich am nächsten Morgen beim Training war ich ein bisschen geknickt und alle waren total euphorisch und der Matthias Sammer kam dann zu mir und hat gesagt, was ist denn los? Weil ich hatte so einen Mist gespielt an dem Tag. Wirklich, also okay. Ich habe gewonnen, aber ich hatte das Gefühl, ich war wirklich der schlechteste Mann auf dem Platz. Und, okay. und das habe ich Matthias auch so gesagt und dann hat er nur zu mir gesagt, also gesagt, mit dieser Einstellung, da kannst du es weit bringen. Ja. Und aber das, also ich muss sagen, das war ja auch ein Spiel, da lief uns wirklich alles irgendwie lief positiv, außer bei mir, aber es hat ja trotzdem gereicht, war alles gut. Letztendlich hat man gewonnen und die 3 Punkte eingesteckt. Und wie gesagt, wir würden heute davon träumen, so ein Ergebnis gegen Borussia Dortmund zu erzielen. Wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr geben. Wer weiß. Also, du bist ja optimistisch bleiben, oder? Ja, genau. 6:0 reicht auch, ist auch okay. Ja, voll. Sehr schön. Und dein erstes Bundesliga-Tor. Das 1:0 am 33. Spieltag gegen den HSV sicherte dann den UEFA Cup. Wie war das? Was war das für ein Gefühl, dieses erste Bundesliga-Tor? Also das war ein wahnsinniges Gefühl, weil man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber in den 2 Jahren zweite Liga habe ich kein einziges Tor geschossen. Wirklich kein einziges. Und deswegen war das für mich echt eine Befreiung, weil es auch ein Tor war, was so aussah, wie wenn ich nichts anderes machen würde, wie jedes Wochenende Tore schießen. Und bis dahin hieß es auch immer, ja, der ist schnell, das ist okay, macht auch Spaß, ihm zuzugucken, aber der schießt einfach keine Tore. Und deswegen war das für mich persönlich sehr wichtig, dass ich da ein wichtiges Tor schießen konnte. Sehr schön, sehr schön. Nochmal vielleicht kurz zurück zu Christoph Daum. Du hast es ja vorhin kurz erwähnt, er hat dir das Vertrauen gegeben. Was war vielleicht noch so der Unterschied oder was hat ihn letztendlich auch ausgemacht für dich als Trainerpersönlichkeit? Ja, ich glaube, er hat einfach, trainingstechnisch, von der Taktik her, was wir gemacht haben im Training, das war schon auch richtig gut. Ja. Also das war, denke ich mal, zum damaligen Zeit war das, glaube ich, schon der höchste Standard. Ja. Also es war wirklich sehr, sehr flexibel. Aber er hat natürlich... mit seiner Aura hat er dich, vor allem als junger Spieler, hat er dich gepackt, sodass du
Ja, du hast einfach gebrannt. Also noch mehr gebrannt, wie du ohnehin brennst, wenn du Bundesliga spielst. Ja, aber er hat einfach das Gefühl gegeben, dass du wirklich der Beste bist. Ja, ja. Und dass der Gegner vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Glück einen Punkt holen kann. Aber das war es dann auch schon. Ja, und mit dem Gefühl bist du einfach rausgegangen. Und das hat ihn wirklich ausgezeichnet. Diese mentale Fähigkeit, irgendwie die ganze Mannschaft mitzuziehen. Ja, das ist ja dann besonders als junger Spieler auch wichtig, dass man da dann irgendwie so die mentale Stärke dann auch direkt mitkriegt, wenn man dann vielleicht auch irgendwie aus einer Situation kommt, die jetzt vielleicht nicht so positiv war, ne? Ja, absolut, ja. Du bist ja ohnehin als junger Spieler in der Hierarchie relativ weit unten, hast eigentlich wirklich gar nichts zu melden und jetzt ist auf einmal ein Trainer da, der zu dir sagt, pass auf, du spielst von Anfang an, nächstes Wochenende und du spielst auch die nächsten Spiele. Und dann nimmt das auch die Mannschaft wahr und die Hierarchien verschieben sich, ja, sodass du auf einmal ja einfach nicht mehr dieser totale Ergänzungsspieler bist, sondern auf einmal die Chance hast, wirklich eine Rolle zu spielen. Und das ist als junger Spieler extrem wichtig. Ja. Also war er quasi Motivator und seiner Zeit einfach auch sehr weit voraus, was das Taktische angeht, kann man, denke ich, so zusammenfassend auch letztendlich sagen. Kann man, glaube ich, wirklich so zusammenfassen. Und er war halt auch einer, der hat nicht gezweifelt, ja. Also manchmal hast du einen Trainer vor dir, der erzählt dir irgendwas und du merkst genau, eigentlich glaubt er selbst nicht dran, ja. Und beim Christoph Daum ist es einfach so gewesen, der war so davon überzeugt, was er hier von sich gibt, dass es einfach nur, das konnte nur die eine Wahrheit sein. Mhm. Okay. Er hat ja dann auch. Kommen wir mal zur Meistersaison. Er hat ja dann auch ausgegeben, Ziel UEFA Cup Platz zu Beginn der Saison. Wir hatten ja mit dem Roberto Hilbert auch über die letzte Meistersaison des VfB gesprochen und auch mit Kakao, die beide so gesagt haben, naja, also vor der im Sommer 2006 hat man eigentlich nicht damit gerechnet, am Ende der Saison Meister zu werden. Damals hatte man ja in Jahren zuvor, war Fünfter geworden, dann Sechster, dann nochmal Sechster. VfB stand 89 im Europapokalfinale. Jetzt mal abgesehen davon, was Christoph Daum gesagt hat, was war denn so deine Erwartungshaltung an die Saison 91, 92? Was hast du dir ausgerechnet? Also definitiv unter den ersten sechs zu spielen. Mhm. Ja, also wir hatten so eine dermaßen gute Rückrunde gespielt auch und du merkst ja auch, wenn du gegen andere Mannschaften spielst, dass es nicht viele Mannschaften gibt, die einfach vielleicht besser sind wie wir. Ja, also das merkst du relativ schnell. Sodass wir, glaube ich, alle, die ganze Mannschaft und Trainer, auch der Meier Vorfelder, dass alle das Ziel hatten, unter die ersten sechs mindestens zu kommen. An die Meisterschaft haben wir definitiv nicht gedacht. Ja, da gibt's immer so viel Unwägbarkeiten und wie gesagt, wenn man die letzten Jahre dann Fünfter, Sechster und so weiter, da bist du nicht automatisch dann der Meisterschaftskandidat Nummer eins. Mhm. Ja, also von daher unter den ersten sechs, das war zu der Zeit beim VfB eigentlich immer die Maxime. Ja, da musst du einfach drin sein. Und aber Meisterschaftskandidat, das haben wir uns selbst nicht gesehen, glaube ich. Ja. Gleichzeitig, ich habe mir nochmal in Vorbereitung auf die Folge noch ein paar VfB-Bücher gewälzt, weil das ist ehrlich gesagt auch vor meiner Fanzeit gewesen, 1992. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass der VfB eigentlich komplett ein 90er durch mehr oder minder verschuldet war. Damals waren es dann irgendwie 13 Millionen Mark, was dazu führte, dass dass der VfB erst einen Spieler verpflichten dürfte, nachdem er Spieler verkauft hatte. Karl Algöwe hat seine Karriere beendet im Sommer 91. Hartmann ist dann gewechselt und ich habe Dubajic als Neuzugang geholt für, glaube ich, relativ kleines Geld. Der dann aber in der Saison doch relativ durchgestartet ist, oder? Ja, absolut. Ja, der hat ein Probetraining bei uns absolviert, dann auch noch ein Testspiel gemacht. Haben wir, glaube ich, gegen Inter Mailand gespielt. Da durfte er so ein Testspiel absolvieren. Und hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ja, ich glaube, das war ein absolutes Schnäppchen damals. Ich glaube nicht, dass er wirklich wahnsinnig viel gekostet hat, ja, das stimmt. Ich glaube, irgendwas 500.000 Mark oder sowas, also 700.000. Ja. Und der Sigal Kögel kam da schon in der Saison davor? Der kam jetzt da auch im Sommer? Also so wie ich es gelesen habe, der kam in der Saison davor schon. Also der einzige Neuzugang war der Dubai und noch jemand von Eintracht Haiger, hatte ich gelesen. Ja, stimmt. Preuß hieß er. Ja, genau. Ja. Genau. Stimmt, also das war eigentlich ja, so wahnsinnig verstärkt haben wir uns da nicht wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Und zumal mit dem Karl Algöwe haben wir echt eine Galionsfigur verloren. Also das tat uns schon auch weh, muss man schon sagen. Ja, also die Qualität, die er da mitgebracht hat, auch in seinem letzten Jahr, das war schon außergewöhnlich gut. Ja. Er hatte natürlich aber immer noch ganz schön gutes Spiel, du hast es ja schon angesprochen, auch in der Vorsaison schon.
Matthias Sammer, Maurizio Gordino war da, natürlich Fritz Walter, der dann später Torschützenkönig wurde. Wollen wir noch mal kurz grundsätzlich über die Saison reden. Es war ja damals die erste Saison mit einer gesamtdeutschen Bundesliga, was dazu führte, dass mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden zwei Mannschaften aus neuen Bundesländern mit dabei waren und die Mannschaft und die Liga insgesamt auf 20 Mannschaften aufgestockt wurde und 38 Spieltage es gab. Das war ja für dich mit Sicherheit auch das erste Mal, dass du in einer 20er-Liga gespielt hast. Zumindest im Herrenbereich. Wie war das, dass er dann plötzlich nach dem 34. Spieltag noch vier Spiele mehr hatte und vor allem noch diese 20 Mann, also mehr Konkurrenz? Das war für uns erstmal gut, weil dann da konnte unsere Jahresleistungsprämie höher ausfallen. Ja. Also von daher, je mehr Spiele, desto besser für uns. Mhm. Ja, aber sonst haben wir haben das halt einfach damals genommen, wie es kam. Dann waren es halt zwei Mannschaften mehr. Wir fanden es jetzt nicht wahnsinnig aufregend, muss ich ehrlich sagen. Also ja, es ist ohnehin ja immer aufregend, Bundesliga zu spielen. Ja, ob dann jetzt noch Hansa Rostock und Dynamo Dresden hinzukommt, fanden wir also intern jetzt nicht wirklich irgendwie herausragend. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das was Besonderes war gegen Rostock und Dresden. Ich meine, gegen Dresden zumindest hatte der VfB in den 80ern dann auch schon mal im UEFA-Pokal gespielt. Gegen Rostock hatte man, glaube ich, noch nie gespielt, aber war das generell, also ich meine, ich bin ja 1991, da war ich gerade 5 Jahre alt, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, aber war das damals dann was Besonderes, gegen Rostock und Dresden in der Liga zu spielen, anstatt irgendwie nur die im Europapokal zu sehen? Nee, war es wirklich nicht. Wir haben, glaube ich, Rostock war doch, glaube ich, 6. Spieltag oder so relativ früh in der Saison. Ich glaube, wenn das erste Spiel gewesen wäre in der Saison, dann wäre es schon was Außergewöhnliches gewesen. Aber man kommt da schon relativ schnell irgendwo in der Tagesordnung irgendwo an. Ja? Mhm. Also man hat einfach ein Spiel, dann hat man das nächste Spiel, ob das jetzt Rostock ist oder dann halt doch Dortmund oder wie auch immer, das spielt dann irgendwie keine Rolle. Ich glaube, im Rückblick war es dann irgendwie schon charmant, dass man sagt, man war der erste gesamtdeutsche Meister, ja, damals seit langem wieder und nachher in der Bundesliga zum ersten Mal. Das hatte dann schon irgendwo Charme, weil das halt einfach nochmal ein besonderer Titel war, irgendwo. Mhm. Aber jetzt selbst im Alltag damals in der Saison hat man das nicht so wahnsinnig wahrgenommen, als Spieler. Ja. Der @kaliber1893 auf Twitter hat auch nochmal gefragt, wie du allgemein die Saison mit 20 Mannschaften fandest, das hast du ja gerade schon gesagt. Das ist natürlich jetzt aktuell in dieser ganzen Corona-Geschichte wieder ein Thema, ob man die Liga aufstockt und es keine Absteiger gibt. Damals hat es andere Gründe. Wir müssen jetzt nicht so wahnsinnig weit in das Thema abschweifen, aber was würdest du davon halten, wenn man die Liga aufstockt einfach und es keine Absteiger gibt? Und man beispielsweise den VfB mit hochnimmt einfach so, wenn das dann abgebrochen wird? VfB mit hochnehmen ist immer gut, ja, egal aus welchem Grund. Ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig hier. Ja, ich glaube, du kannst es auf jeden Fall nicht machen, dass du jetzt sagst, wir beenden die Saison und die zwei letzten steigen ab und die zwei ersten steigen auf. Das kriegst du so nicht hin. Ja, ich glaube, da hast du ein riesen rechtliches Theater. Ja, deswegen wäre wahrscheinlich die einfachste und charmanteste Lösung, dass man sagt, es steigt keiner ab und die ersten zwei, vielleicht sogar noch einmal die ersten drei von der zweiten Liga gehen hoch. Ja, irgendwie. Da hast du auf jeden Fall weniger Theater, weil du hast keinen, der verliert. Mhm. Ja, sage ich mal so. Aber ob das alles, wie man das alles handeln will, ganz ehrlich, ich habe da keinen Plan, muss ich echt sagen. Ich glaube, das wissen die da oben selbst nicht, wie sie das machen wollen. Ja, als wir jetzt mit Roberto Hilbert über die 2006-2007er Saison gesprochen haben, da sind wir natürlich jedes Spiel durchgegangen. Das wollen wir weder bei 38 Spielen noch mit nach so langer Zeit noch mal machen. Deswegen an dich die Frage, was war denn entscheidend, deiner Meinung nach, oder welches, oder gab es ein Ergebnis, mal abgesehen vom letzten Spieltag natürlich, was so entscheidend war auf dem Weg zum Titel? War das 4:2 gegen den BVB, die ja damals direkter Konkurrent waren, oder das 3:1 gegen die Kickers, wo ihr dann bis zur 77. Minute noch 1:0 hinten lagt, oder vielleicht ein ganz anderes Spiel? Ja, ich sag mal so, das waren wirklich die zwei Spiele, die du gerade eben gesagt hast. Also BVB, das war wirklich ein herausragendes Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau, was wir 4:2 gewonnen haben zu Hause. Das gab uns, glaube ich, nochmal den letzten Push, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht können wir dieses Jahr echt eine Überraschung schaffen. Und dann hast du dieses Spiel gegen die Kickers,
da weiß ich noch ganz genau, wir führten ja dann auch irgendwie 2-1 kurz vor Schluss und eigentlich, ganz ehrlich, hätte wahrscheinlich die Kickers hätten einen Elfmeter kriegen müssen in der letzten Minute. Ja, mhm. Also es war wirklich eine, ja. Und im Gegenzug stieß ich dann das 3-1 im Konter, ja. Also das war so ein kleines Zeichen vom Fußballgott, ich sag's mal so. Das sind so kleine Sequenzen, wo du dann denkst, es soll irgendwie sein, dass wir jetzt hier eine gute Rolle spielen, ja. Mhm. Wenn so Sachen passieren. Und das waren so die zwei Spiele, an die kann ich mich auch speziell wirklich sehr, sehr gut erinnern, weil das einfach noch so einen kleinen Kick gab. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie 2007, als wir dann gegen die Bayern gewonnen haben, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie eine besondere Saison jetzt. Genau. Das könnte was werden. Ihr wart ja insgesamt, auch das ist eine Parallele zum 2007er Titel, ihr wart insgesamt dreimal Tabellenführer am 10. Spieltag, am 32. Spieltag und dann halt am 38. Spieltag. Ihr wart insgesamt aber nie schlechter als Platz 4 in der gesamten Saison. Mhm. War das dann auch die, also du hast es ja gerade schon im Grunde, dass die Frage schon beantwortet, die ich hier stelle, wann ihr das Gefühl hattet, dass in der Saison wirklich auch der Titel drin sein könnte, dann wahrscheinlich nach diesen beiden Spielen Dortmund und gegen die Kickers, ne? Ja, aber da haben wir uns wirklich auch noch nicht mit der Meisterschaft beschäftigt, ganz ehrlich. Also wir haben da nur einfach nur gedacht, okay, wir haben den anderen jetzt mal gezeigt, also gerade Spiel gegen Dortmund, dass wir auf jeden Fall auf Augenhöhe sind. Ja. Mhm. Aber jetzt so ganz ehrlich, wir hatten auch vor dem letzten Spieltag, haben wir uns wirklich mit der Meisterschaft nicht wirklich beschäftigt, also innerhalb der Mannschaft. Weil wir waren immer eher so der Außenseiter, so ein bisschen. Ja. Wir hatten auch das letzte Heimspiel, hatten wir, glaube ich, 1-1 gegen Wattenscheid gespielt. Das war irgendwie, das war echt sehr, wirklich sehr mühsam, ja. Wo man dann echt alle gedacht haben, ja, also eigentlich wird's nicht reichen, ja. Weil Dortmund war echt stark und Frankfurt war ohnehin, die hatten ja die beste Position für den letzten Spieltag. Da haben wir dann schon gedacht, wahrscheinlich sieht es dann eher schlecht aus. Mhm. Ja, kommen wir doch mal kurz zu den direkten Konkurrenten. Dass Dortmund stark ist, das kann man sich heute immer noch vorstellen. Die Eintracht kommt langsam wieder dahin. Aber damals gab es ja das geflügelte Wort von Eintracht 2000 oder Eintracht Frankfurt 2000. Wie stark waren die? Also was hat die ausgemacht, die beiden Mannschaften? Weil es war ja wirklich am Ende, am letzten Spieltag, war es ja wirklich ein Dreikampf. Ja, also wir fanden eigentlich die Eintracht als stärkste Mannschaft in dieser Saison, muss man sagen. Die waren spielerisch extrem gut mit Uwe Bein, Anthony Yeboah, es war eine Maschine, Anthony Yeboah war unglaublich gut, JJ Okocha, also sie spielten wirklich einen richtig, richtig guten Fußball und deswegen hatten wir die eigentlich als höchstes auf der Rechnung. Ja, Dortmund war stark, ja, aber wir hatten uns wirklich eher mit Frankfurt dahingehend beschäftigt, dass wir gedacht haben, die würden das durchziehen. Waren wir uns eigentlich fast sicher. Mhm. Gut, dann kommen wir doch mal zum letzten Spieltag. Aber bevor wir jetzt das Spiel nacherzählen, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Ich habe gesehen, du hast vor 2 Jahren, 2018 im SWR, über das Thema Druck gesprochen, als es auch gerade von Per Mertesacker angesprochen wurde. Ich konnte es leider nicht mehr gucken. Ich weiß nicht, was du da genau gesagt hast. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass du dich dazu geäußert hast. Wie groß war denn der Druck an diesem letzten Spieltag? Und wie bist du damit klargekommen? Wie hast du den verarbeitet? Weil ich meine, das war ja wirklich eine der knappsten Meisterschaftsentscheidungen, die man sich vorstellen kann. Ja, also das empfinde ich zum Beispiel nicht als Druck, sage ich ganz ehrlich, weil das ist ein positiver Druck, du kannst was erreichen. Ja. Und wenn es nicht ganz reicht am Schluss, dann ist es alles nicht so wahnsinnig schlimm. Ich denke, viel, viel schlimmer ist es, wenn du gegen Abstieg spielst und jetzt vielleicht in letzter Saison hast du das letzte Spiel und bist vielleicht noch der Torwart oder so, da hast du wirklich, glaube ich, extrem viel Druck. Mhm. Ein bisschen negativer Druck. Das heißt, du beschäftigst dich mehr mit irgendwelchen möglichen Fehlern, die du machen könntest. Mhm. Ja. Und als das Thema Druck aufkam, da geht es eher einfach darum, es gibt ja als Spieler hast du ja Höhen und Tiefen. Und wenn du die Tiefen hast, dann darfst du das dir nicht anmerken lassen. Du musst immer versuchen, irgendwo dich oben zu halten. Du kannst aber mit niemandem reden. Du hast keinen, mit dem du dich da mal drüber austauschen kannst. Mhm. Und so hast du so eine Abwärtsspirale, die jeder Profi weiß, wovon ich rede. Ja. Und da ist ja das ganze Geld egal. Du willst nur versuchen, irgendwie aus diesem ganzen Scheiß rauszukommen. Ja. Und da habe ich mal den Spruch auch gesagt, da ist so ein Bänderriss im Sprunggelenk. Ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, mhm. Weil das wirklich so ist, wenn du in so einem Tief bist, dann hast du ausschließlich negative Gedanken. Ja, wenn der Ball zu dir kommt, denkst du, hoffentlich nehme ich den gut an, hoffentlich geht die Flanke nicht in das Tor. Ja. Ja, und irgendwann
bist du in so einer Abwärtsspirale drin, dass wirklich alles nur noch grau um dich herum ist, und dann, wenn du ein Sprunggelenk hast, weißt du genau, du bist 4 Wochen raus, danach ist wieder alles so wie vorher, aber du bist einfach mal 4 Wochen raus aus dem Scheiß und drückst den Reset-Knopf. Mhm. Ja. Und diese Phasen hast du öfters mal in deiner Karriere, und jeder Profi weiß, wovon ich rede. Ja. Mhm. So ist es. Ja. Gut, positiver Druck ist doch schön. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen bei diesem Spiel in Leverkusen am 38. Spieltag, als Matthias Sammer dem Schiedsrichter applaudiert hat und vom Platz geflogen ist und ihr in Unterzahl wart? Ja, eigentlich denkst du dann, das war's dann ja eigentlich jetzt, ja. Weil wir gingen ja immer davon aus, gut, wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Damals stand es, glaube ich, 1-1. Zu diesem Zeitpunkt, als Matthias vom Platz geflogen ist, waren, glaube ich, noch 10 Minuten zu spielen. Ja, es waren gefühlte 30 Grad, 35 Grad damals, und Leverkusen war ja auch eine richtig gute Truppe, ja. Die waren 6er. Und eigentlich, ja, und mit Andi Thom und so, wirklich richtig gute Truppe. Sodass wir einfach gedacht haben, okay, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Aber die mussten auch gewinnen, irgendwie, um in den UEFA Cup zu kommen. Deswegen sind die angerannt, und ja, die hatten dann ja kurz vorher dann auch noch, bevor das Tor dann fiel, durch Manni Kastl noch einen Pfostenschuss, ja. Mhm. Also, das wolltet ihr vielleicht gar nicht mal alles so wissen, ja, aber ich weiß es nur ganz genau. sodass wir da eigentlich schon gedacht haben, hey, das kann ja nicht sein, dass Manni jetzt einen Pfosten schießt, das wäre es jetzt gewesen, und kurz darauf machen wir dann doch noch dieses Tor. Mhm. Aber eigentlich nach dem Platz, soweit haben wir schon gedacht, das war es jetzt, weil der Matthias ja auch einer unserer Schlüsselspieler war. Ja. Ich hab's nochmal nachgelesen in einem der Bücher, dass der dann schon heulend irgendwie in der Dusche saß und ihm dann jemand gesagt hat, hier, komm raus, in 2 Minuten sind wir Meister. Korrekt, genau, ja. Das war so. Ja. Wahnsinn. Und dann als Guido Buchwald dann das Tor gemacht hat, was geht einem da durch den Kopf, nachdem man gerade noch in Unterzahl gespielt hat, wie nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt von damals, wenn du dich noch erinnerst. Ja, erstmal haben wir uns tierisch gefreut, aber ich meine, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wir mussten ja auch noch darauf hoffen, dass Frankfurt nicht gewinnt. Mhm. Also wenn Frankfurt gewonnen hätte, dann wäre das ja alles egal gewesen, was wir da auf dem Platz veranstaltet haben. Mhm. Und also meine große Sorge ging erstmal dahin, wie steht's da in Rostock, haben sie, glaube ich, gespielt. Mhm. Ja. Mhm. Und da stand es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann einfach nur unentschieden. Also wir wären dann zu dem Zeitpunkt Meister geworden. Also ich habe mir dann echt mehr Sorgen gemacht, dass wir hier noch irgendwie ein Tor fangen zum 2-2 oder dass Frankfurt noch irgendeinen schießt. Ja, also ich hatte eigentlich nur Sorgen die letzten Minuten auf dem Platz. Ja, also von Genuss war da wirklich keine Rede. Und ich fand schon erstaunlich, wie dann viele von uns schon gefeiert hatten, wie wenn wir jetzt direkt Meister geworden wären jetzt mit diesem Tor. Aber ich hatte echt nur die letzten Minuten waren die Hölle für mich. Mhm. Ja. Weil es hätte noch so viel passieren können. Ja. Ja. Sowohl bei uns als auch beim Spiel in Rostock. Mhm. Ja. Genau dazu hat ja auch noch der Marco uns eine Frage geschickt. Der wollte wissen, ob man damals ein Radio auf der Bank hatte, damit man wusste, wie es in anderen Stadien stand. Oder also ihr wusstet aber dann irgendwann, wie es in Rostock steht, oder wusstet ihr das nur von der Halbzeit oder von zwischendurch? Oder wir hatten schon die Kommandos bekommen, ja. Also wir wussten auch, nachdem wir das Tor zum 2-1 geschossen hatten, ja, spätestens dann haben wir dann auch erfahren, dass es noch unentschieden steht in Rostock oder dass Rostock sogar geführt hat. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall wussten wir zu dem Zeitpunkt, dass wenn wir das Ding jetzt irgendwie halten, dass wir echt eine riesen Chance haben, dass wir jetzt hier an diesem Tag deutsche Meister werden. Hm. Hast du denn, ihr habt das ja mit Sicherheit dann auch im Nachhinein mitbekommen, diese ganze Geschichte, wegen der sich die Frankfurter wahrscheinlich heute noch aufregen. Diese ganze Geschichte mit dem Schiedsrichter und dem Elfmeter, den die Frankfurter haben wollten, Alfons Berg aus Konz, hatte genau. Ich das hinterher noch irgendwie interessiert, sag ich mal, dass das diese ganze Aufregung, die da aus Frankfurt, diese ganze Entrüstung, ich weiß auch, dass, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe dann gelesen, dass ein Frankfurter Spieler echt zurückgehalten werden musste und hinterher noch eine Fernsehkamera zertrümmert hat und sich dann erst beruhigt hat. Ja. Habt ihr das mitbekommen oder wann habt ihr das mitbekommen? Wie war das so? Wie habt ihr das so? Wie war es für euch? Also ich glaube, wir haben das erst am nächsten Tag mitbekommen, als man sich das alles nochmal ein bisschen angeschaut hat. Wenn wir ja ganz ehrlich sind und wenn man sich die Szene anschaut, hätte Frankfurt wirklich einen Elfmeter bekommen müssen in dieser Situation. Also man kann das durchaus verstehen, dass sie da dermaßen erbost waren. Ich habe auch später, weil der Axel Kruse, den kennt ihr ja vielleicht auch noch, ja, der war da auch beim VfB später mal, der war da bei Frankfurt auf dem Platz und hatte auch ein Tor geschossen für Frankfurt.
Und den habe ich dann die nächsten Jahre regelmäßig hochgenommen, indem ich immer gesagt habe, dass es eine ganz klare Schwalbe war von dem Ralf Weber von Frankfurt. Und da tickt der Axel heute noch aus. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, er war auch derjenige, der diese Kamera zu trümmern hat. Ja, und also wie gesagt, immer wenn ich ihn sehe oder wenn wir mal telefonieren, sprechen wir nochmal über diese Szene und da tickt er immer noch regelmäßig aus. Das ist schön. Sehr schön. Kommen wir mal zum VfB. Ich hatte ja schon gesagt, ihr hattet viele gute Spieler, unter anderem natürlich auch dich. Wie würdest du denn so deinen Anteil an der Meisterschaft damals beschreiben? Oder wie groß war der oder wie hast du zur Meisterschaft beigetragen? Ja, also ich glaube, ich habe da nicht wahnsinnig viele Tore geschossen, aber ich denke, ich hatte doch einen relativ, ja, doch einen ordentlichen Anteil. Ich habe fast alle Spiele gemacht und ich denke, allein durch meine Schnelligkeit war so, dass oftmals der Gegner sich mehr mit meiner Offensive beschäftigt hat, weil sie einfach Angst hatten, dass ich die Räume nutze und so, dass der Gegner dann oftmals gar nicht daran dachte, irgendwie selbst offensiv tätig zu werden über meine Seite. Und das war, glaube ich, für die Balance in unserem Spiel sehr, sehr wichtig. Ja? Also wir mussten da nicht irgendwie großartig Angst haben, dass auf meiner Seite irgendwas anbrennt, weil der Gegner gar keine Idee hatte, nach vorne überhaupt etwas zu tun. Ja? Und das war, glaube ich, für uns ein Riesenvorteil. Ja. Wir haben ja auch ein paar Fragen zum Thema Schnelligkeit. Das weiß ich nämlich auch noch, auch wenn ich dich nicht aktiv habe spielen sehen, aber ich weiß, dass du immer sehr, also beim VfB nicht, wenn in Lautern dann schon, aber beim VfB nicht. Ich weiß, dass du immer sehr schnell warst. Der @RayBucanero74 fragt bei Twitter, warst du zu deiner Zeit der schnellste Bundesligaspieler und in welchem VfB-Spieler aus dem aktuellen Kader siehst du am ehesten einen zweiten Andy Buck? Okay. Also man sagte, dass ich der schnellste Bundesligaspieler war zu meiner damaligen Zeit. Also ich bin damals beim Abitur, bin ich die 100 Meter in 10,8 gelaufen und das ohne, dass ich ein richtiges Training hatte. Ja. Also ich hatte noch kein Profitraining damals, wirklich die 10,8 und auch im Weitsprung 7,12 Meter, ohne irgendwie Training zu haben. Das war schon außergewöhnlich. Ja. Also mein Lehrer wollte immer, dass ich Leichtathlet werde, aber ich glaube, das war schon gut, so wie es war. Ja, und in der heutigen Mannschaft, also rein von der Schnelligkeit, würde ich mal sagen, der Gonzalez ist ja wirklich relativ fix unterwegs, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich gut, wie er da abgeht, wenn er Raum hat. Ja, auch der Silas hat definitiv wahnsinnige Geschwindigkeit. Er macht nur ab und zu mal nicht immer das Richtige zur richtigen Zeit, aber der Junge hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, also die Jungs, würde ich einfach von der Schnelligkeit, würde ich mal sagen, das würde gut passen als Vergleich. Ja. Der Edgedepo 1893 hat keine Frage, sondern nur eine Anmerkung zu Andreas Buck und auch die wollen wir dann natürlich vorlesen. Für mich persönlich war er einer meiner Lieblingsspieler, sagt er. Meiner Meinung nach war er auch in der Öffentlichkeit nicht genug wertgeschätzt. Mit seinen Dribblings und Geschwindigkeit ein ganz wichtiger Spieler für den VfB. Hast du das Gefühl, dass du nicht genügend wertgeschätzt wurdest? Ja, das ist ja immer so. Also wenn du als No-Name irgendwie zu einer Bundesliga-Mannschaft kommst und dich dann langsam hocharbeitest, hast du immer das Gefühl, dass du eigentlich ein bisschen auch weniger wert bist, wie wenn sie jetzt einen Spieler holen für, was weiß ich, 5 Millionen damals oder wenn sie jetzt einen Spieler holen für 50 Millionen. Der hat einfach gleich ein anderes Standing, wie wenn du dich langsam hocharbeitest. Also dieses Gefühl hatte ich definitiv schon, zumal ich auch nicht einer der Lautsprecher war. Also ich habe sehr ungern über mich selbst geredet. Ja, ich habe immer nur gedacht, er bringt eine Leistung, der Rest wird sich schon irgendwie fügen. Mhm. Aber das passt ja auch ganz gut dann zu meinem Abgang dann später auch vom VfB. Also man hatte eigentlich im Prinzip keine Verwendung mehr für mich irgendwie, hatte ich den Eindruck 97 und dann bin ich nach Lautern und nach einem halben Jahr wollte mich der VfB wieder zurückholen. Ja, also da hatte man dann, wenn man weg ist, dann merkt man dann schon, da fehlt vielleicht doch etwas. Mhm. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut mit der Wertschätzung. Ja, da kommen wir auch später noch zu, wenn wir noch über die Jahre nach der Meisterschaft reden, ganz kurz. Aber das ist nämlich das, was ich nämlich noch in Erinnerung habe und was ich noch, ich bin 97 VfB-Fan geworden, was ich noch mit deinem Namen verbinde, dass der Abgang vom VfB nicht im Einvernehmen war oder nicht im Einvernehmen, aber also auf jeden Fall, dass man nicht sich im Guten getrennt hat damals. Ja. Das habe ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Ja, das ist auch vollkommen korrekt. Also ich war 7 Jahre beim VfB und in meinem letzten Jahr unter Jogi Löw saß ich die ersten 10 Wochen auf der Tribüne. Also ich war wirklich komplett weg vom Fenster. Ich habe auch mit meiner Frau schon Szenarien durchgespielt, dass es mit der Karriere jetzt vorbei ist. Dass wir jetzt mal gucken, was wir jetzt als nächstes irgendwie machen.
Also so weit war ich definitiv. Mhm. Und durch das, dass wir irgendwann mal viele Verletzte hatten, hat mich dann der Yogi irgendwann mal wieder dazu genommen und ich wurde eingewechselt und habe dann 2 Tore vorbereitet. Von da an war ich immer so dieser Spieler, der gependelt ist. Also wenn es nicht lief, haben sie mich reingeschmissen, um irgendwie neue Komponenten ins Spiel zu bringen. Aber wenn es gut lief, war ich doch einer derjenigen, ja, den muss man jetzt nicht unbedingt bringen. Ja. Und deswegen war das letzte Jahr beim VfB, ja, da wollte ich einfach nur noch weg, ja, weil ich einfach gedacht habe, ja, also ich sah mich nicht schlechter wie damals die Spieler, die auf der rechten Außenbahn gespielt haben und fand es dann zu Unrecht, dass sie mich dann mehr oder weniger am Anfang zumindest kaltgestellt hatten. Das fand ich nicht wirklich in Ordnung damals. Mhm. Kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen. Nochmal ganz kurz zurück zur Meisterschaft damals. Wie war es denn nach dem Abpfiff in Leverkusen und wie war dann die Meisterfeier, als ihr wieder in Stuttgart wart? Ja, also nach dem Abpfiff war es ja unglaublich, weil wir echt nicht damit gerechnet hatten, dass wir wirklich Deutscher Meister werden an diesem Spieltag. Also ich zumindest nicht. Ja, Christoph Daum hat es bestimmt gedacht, für ihn war es wahrscheinlich klar, dass wir Meister werden. Ja, aber ich nicht. Und ja klar, in der Kabine war Highlife mit Champagner und ich weiß noch genau, dass, also die Schale habe ich relativ selten irgendwie in den Händen gehabt, weil die war immer bei Mauri Cordino und Fritz Walder, die hatten die, glaube ich, irgendwie adoptiert, die Schale. auch am Abend noch, Meisterfeier, also nicht als junger Spieler, ja, da traust du dich fast gar nicht, irgendwie die Schale irgendwie anzufassen. Ja. Aber man muss auch noch eins dazu sagen, für mich ging es ja eigentlich immer nur bergauf. Das war mein 2. Jahr in der Bundesliga, ich wurde Deutscher Meister. Ich habe dann gedacht, naja, das ist okay, also jetzt Deutscher Meister, ja, das wirst du bestimmt noch ein paar Mal dieses Jahr, ist ja normal irgendwo. Ja. Und ja, das werde ich dann nie vergessen, weil das merkst du dann erst in der Zeit, dass es nicht wirklich normal ist, dass du Deutscher Meister wirst. Ja, deswegen konnte ich es gar nicht so richtig genießen, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, das ist eigentlich normal jetzt irgendwie. War logische Folge, dass es so weitergeht. Ja. Ja, aber es war halt der VfB und nicht der FC Bayern. Ja, das stimmt, das habe ich dann auch realisiert. Ja, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir dann, glaube am nächsten Tag hatten wir dann so ein Autokorso und da sind wir dann durch Stuttgart gefahren und es war echt nicht viel los. Ja, also wir sind teilweise, sind wir dann im Cabrio gefahren, saßen da auf den Rücklehnen und sind dann mit 40, 50 Stundenkilometer durch die Straßen gefahren, weil niemand da war. Ja. Ich weiß noch, dass der Marktplatz war glaube ich, belegt, weil dann Flohmarkt schon sich vor Wochen angemeldet hatte, deswegen hat man dann vom Stadion, glaube ich, Meisterfeier gemacht. Ne? Da war dann krass unvorstellbar heutzutage, wenn du dir überlegst, was schon los war beim Aufstieg damals, gell, wo die ganze Vase einfach abgesperrt wurde und noch ein extra Zelt stand und damals so, müssen halt mal Meister. Ja, das kann man sich irgendwie heutzutage wirklich nicht mehr vorstellen. Also vorm Stadion war doch viel los, aber der Autokorso, das haben wir echt durch die Straßen gepfiffen teilweise, weil es keinen interessiert hat, irgendwie so richtig. Das war echt ein Eindruck. Ja. Nochmal zum Thema, kein interessiert, das ist mir auch aufgefallen. Das waren natürlich andere Zeiten, auch was generell die Zuschauerzahlen anging. Bei diesem BVB-Spiel, über das wir schon gesprochen haben, da waren 68.000 Neckarstadion. Aber am 37. Spieltag, dann am vorletzten Spieltag, letztes Heimspiel gegen Wattenscheid, das ist 1:1, da waren nur 33.000 im Stadion. Was immer noch nicht viel, also es gab auch schon Pokalspiele und Europapokalspiele später beim VfB, wo weniger drin waren, aber für einen 37. Spieltag und auch Meisterkurs zu sein, sind 33.000 doch ein bisschen wenig, oder? Ja, also Euphorie sieht definitiv anders aus, ja, das stimmt. Also das war, die Kulisse, die war irgendwie verheerend, wir haben schlecht gespielt, wir wurden dann nach dem Spiel ausgepfiffen, also es war wirklich in keinster Phase zu spüren, irgendwie, dass wir hier irgendwie um die Meisterschaft irgendwie mitspielen, hatte ich den Eindruck da zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht war das aber auch gut für uns irgendwie. Ja, also wir hatten dann echt keinen Druck, weil wir gedacht haben, gut, eigentlich interessiert es irgendwie gar keinen so richtig. Hatten den Eindruck. Ja. Genau. Dann die letzte Frage, bevor wir dann noch ein bisschen über den Rest der Karriere sprechen wollen. Mit wem aus der Meistermannschaft hast du denn heute noch viel Kontakt und wer war dein Zimmergenosse damals? Waren wahrscheinlich mehrere, aber in der Meistersaison jetzt. Ja, aber das ist eine und dieselbe Person, das ist der Jolly Sverrisson. Ja, unser Isländer damals. Zu ihm habe ich viel, viel Kontakt. Wir besuchen uns gegenseitig. Ich fliege nach Island rüber, er kommt rüber. Und er war damals auch mein Zimmerkollege und er hatte eigentlich den gleichen Aufstieg wie ich. Auch Christoph Daum hat ihn direkt reingeworfen.
als er kam. Und ja, wir sind eigentlich so an einer Seite durchmarschiert, zusammen. Wir waren auf dem Zimmer, wir haben den gleichen Werdegang gehabt unter Christoph Daum. Ja, okay. Ganz feiner Kerl. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Jenny, lass uns doch nochmal über die restlichen 5 der insgesamt 7 Jahre sprechen, die der Andreas beim VfB war. Ja, genau. Also fangen wir einfach mal an. 92, 93 ging es dann ganz gut los. Da hat man dann den Supercup gewonnen gegen Hannover. Im Pokal ist seit der in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden. Ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für den VfB. Aber natürlich als Meister ein bisschen so, ja, schwierig wahrscheinlich dann einfach, oder? Ja, schon. Denkt man nicht, dass man da ausscheidet, das stimmt. Genau. Ja. Dann in der Europa League war das, glaube ich, gegen Leeds. Champions League, okay, Entschuldigung, ja. Weil da steht Standrunde Teilnahme. Also da hast du 2 Tore auch gemacht in den beiden Spielen. Wie war das dann so, auch international auf einmal zu spielen? Also es war natürlich dann auch so, da gab es noch keine Setzliste damals, dann haben wir gegen den englischen Meister damals gespielt, Leeds United mit Eric Cantona. Das war auch wirklich das Rückspiel, das war das intensivste Spiel, was ich jemals erlebt habe. Also weder davor noch danach hatte ich jemals so ein intensives Spiel wie dieses. Ja. Mhm. Also wir haben das Hinspiel ja 3-0 gewonnen und eigentlich waren wir ja durch. Ja. Und ich schieße dann noch das 1-1 zwischenzeitlich dann in Leeds. So das war, ich wusste, okay, mit dem 1-1 ist eigentlich normalerweise der Stecker gezogen, aber die sind so angerannt und haben dann 4-1 verloren, was eigentlich dann reicht in der Addition, aber Christoph Daum hat dann diesen Wechselfehler gemacht, kurz vor Schluss, sodass wir dann noch ein Entscheidungsspiel machen mussten auf neutralem Platz im Nou Camp in Barcelona. Ja, okay. Und das haben wir dann verloren, 2-1. Wie groß war der Frust bei euch? Weil das war ja wirklich also die unglücklichste Art, wie man irgendwie aus der Champions League ausscheiden kann. Der Frust, der war riesig groß, ja, definitiv. Also bei mir persönlich extrem, weil ich habe Interviews gegeben in Leeds, da hieß es dann, ja, was wäre VfB ohne Buck und Buck sichert Millionen und so weiter, das weiß ich nur. Also ich war auf so einem Hochgefühl und dann war das ja eigentlich alles für die Katz und dann mache ich den entscheidenden Fehler beim 2-1, bei der Niederlage dann in Barcelona. Der entscheidende Fehler, als letzter Mann hatte ich die wahnsinnige Idee, einen Beinschuss zu versuchen, warum auch immer. Das ging dann schief, ja, und dann sind wir halt wegen meinem Fehler dann ausgeschieden. Also da war ich innerhalb von ein paar Tagen, vom Held wurde ich zum Depp und das hat mir echt zu schaffen gemacht damals, weiß ich noch. Ja, das kann man sich dann denken. Und im Endeffekt seid ihr in der Liga dann Siebter geworden und du hast in der Saison 31 Spiele gemacht. Ja, und zwar mal wieder so, dass der VfB aus seiner Meisterschaft nicht so richtig Kapital schlagen konnte, oder? Ja, genau. Ja, ich glaube, einfach dieses Leeds-Erlebnis hat uns irgendwie so einen Nackenschlag verpasst, weil dann einfach dieser Heldenstatus von Christoph Daum, der hat er halt echt gebröckelt, ja. Also ich glaube, der war von sich selbst auch so tief enttäuscht und das Feuer war ein bisschen raus. Ja, klar, das ist ja dann auf jeden Fall auch verständlich. Oftmals ist ja dann gerade auch mal so, dass wenn so die ersten Spiele nicht ganz so gut laufen, ist gleich halt so eine Negativstimmung da auch im Umfeld und das nimmt einen dann schon mit. 93, 94 ging es dann ähnlich weiter. Da war auch der siebte Platz die Endplatzierung. Es gab wieder ein frühes Pokal aus und Röber hat dann im Dezember Daum ersetzt. Wie standest du zum Trainerwechsel oder wie ging es dir dann danach, als dann ein neuer Trainer dann da war? Also ich hatte am Ende der Ära Daum hatte ich mit Christoph Daum echt ein bisschen Probleme, weil er doch auch mich so ein bisschen als Sündenbock, hatte ich das Gefühl zumindest, auserkoren hatte, sodass ich eigentlich doch recht froh war, dass ich diesen psychischen Druck, den der Christoph Daum ausgeübt hat, irgendwie entfliehen konnte. Und mit Jürgen Röber kam ein Trainer, mit dem ich super gut klarkam. Ja, also er hat mich extrem gepusht und hat mir auch nochmal das Vertrauen nochmal gegeben. Also unter Jürgen Röber habe ich damals, glaube ich, meine beste Zeit gehabt im VfB, rückblickend, muss ich sagen. Mit Thomas Strunz auf einer Seite, das war echt wirklich richtig gut. Sehr schön. Ein Zugang war Berthold von München. Das war so der einzig namhafte, der dann zur Mannschaft kam. Oder ist noch ein anderer Transfer irgendwie im Gedächtnis von der Zeit?
Also ich glaube, Thomas Strunz, das war damals schon ein richtig guter Transfer, ein richtig guter Kicker, eine gute Mentalität. Mhm. Der blieb mir noch in Erinnerung. Gut, wir hatten den Axel Kruse dann auch geholt, aber der hat dann irgendwann mal den Schiri umgerannt, sodass er dann mal 10 Spiele gesperrt war. Dann war er wieder relativ schnell wieder out of order. Ja, und ja, sonst wüsste ich gerade auch nicht genau, ob wir noch große Transfers hatten. Okay. Ja. 94, 95 ist der VfB dann ganz gut gestartet, ist dann aber relativ zügig in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht. Und es gab dann wieder im April einen Trainerwechsel von Röber zu Sundermann, ja genau. Mhm. War dann für dich wahrscheinlich auch wieder schwierig, wenn du sagst, du hattest zu Röber irgendwie einen guten Kontakt oder einen guten Draht, wenn dann wieder jemand Neues kam. Ja, es hatte wirklich einen überragenden Draht. Wir haben auch super Fußball gespielt in der Vorrunde, meiner Meinung nach. Aber ich wusste, dass Jürgen Röber intern relativ kritisch gesehen wurde, sodass er es nicht wirklich leicht hatte. Für mich war es echt schade, dass Jürgen Röber entlassen wurde, aber man kennt die Mechanismen, wenn es halt von Ergebnissen nicht passt, dann ist der Trainer das schwächste Glied. Und dann kam Jürgen Sundermann, gut, ich habe nicht so wirklich viele Spiele gemacht, weil ich ja dann diese Verletzungsmisere hatte. mit Telefon und Schere und so, ja. Namhafte Transfers waren Freddy Bobic und Giovanni Elber, die zum VfB gewechselt sind in der Saison. Buchwald, Fronzek und weiter sind gegangen. War das dann auch so ein bisschen eine Umbruchsstimmung? Ja, definitiv. Ja, also man hat gemerkt, man möchte sich neu ausrichten. Und ich sag mal, die Jungs, die dann gekommen sind, kam Balakow da auch schon in der Zeit oder war der ein bisschen später? Der kam ein Jahr später. Ja, aber man hat da schon, natürlich mit dem Giovanni hat man einen unglaublichen Spieler geholt. Der hat sich leider am Anfang relativ schwer verletzt gleich. Das war echt extrem schade. Aber ja, man hat schon gemerkt, man möchte irgendwie frisches Blut irgendwie in den VfB reinholen und einfach die Hierarchien wieder mal ein bisschen durchmischen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Genau, im Pokal ist man dann trotzdem ausgeschieden gegen die Bayern-Amateure. Da war ich verletzt. Das habe ich im Fernsehen mitverfolgt, ja, und ja, genau, das war, glaube ich, nicht eines der schönsten Kapitel, das wir geschrieben haben. Genau, 95, 96 kam dann, wie gesagt, Balakow und hat dann das magische Dreieck quasi komplett gemacht. Zur Winterpause war man Dritter, am Ende ist man dann wieder nur Zehnter geworden. Trainer war dann Rolf Ringer gemeinsam mit Löw. War dann wieder ein Trainerwechsel. Also da war man auch nicht ganz so super konstant, oder? Ja, also Rolf Ringer war echt auch schwierig, auch als Typ. Also er kam aus der Schweiz und hat irgendwie gemeint, nur er weiß, wie Fußball funktioniert. Und das kam nicht so wirklich gut an. Und ja, also wir hatten ja wirklich eine super gute Mannschaft, ja, mit einem unglaublichen Potenzial. Da hätte man deutlich mehr erreichen können, wie diesen 10. Platz war's. Ja. Genau. Definitiv. Von den Transfers hat Ziegler damals Immel abgelöst, der im August zu Manchester City gegangen ist. Ja. Okay. Und wir hatten noch Frank Verlat hatten wir noch dazu bekommen, was ja auch ein sehr wichtiger Spieler von uns war, wegen seiner Ausstrahlung und auch wegen seiner Klasse. Das war wirklich gut. Wir hatten ja noch Thorsten Legert, der ja auch relativ spezieller Typ ist, aber auch ein feiner Kerl, aber auch spezieller Typ, sagen wir mal so. Ja, also. Das war dann schon gut, ja. Ja. 96, 97 hat dann Jogi Löw seinen Chef abgelöst, wurde im August der Nachfolger. Bis zum 14. Spieltag war man nur zweimal nicht auf Platz 1 und ist danach dann abgerutscht und hat die Saison auf Platz 4 beendet. Ein Erlebnis war dann der Pokalsieg. Du hattest in der Saison nur noch 18 Bundesliga-Einsätze. Hat es da dann schon so ein bisschen gebröckelt? Das war das, was du gerade vorhin auch schon erwähnt hattest, dass du unter Löw dann auch viel auf der Tribüne saßt und dann auch immer so ein bisschen das Gefühl hattest, ja, wenn es schwierig wurde, dann darf ich spielen und ansonsten nicht. Ja, und genau das trifft es halt wirklich, wirklich ganz genau. Und ich wollte deswegen auch unwahrscheinlich gerne weg. Und nur der Frank Verlat hat immer zu meinem Vorfeld gesagt, lasst ihn nicht gehen, was ich ihm echt übel genommen habe zu der Zeit, weil er einfach gesagt hat, wenn der Andi reinkommt, dann gibt es nochmal eine andere Komponente im Spiel, das tut uns einfach gut. Mhm. Aber für mich war es halt einfach,
Das zeigt auch dieses Pokalfinale. Wir haben damals gegen Cottbus gespielt. Die waren in der dritten Liga und sind ins Pokalfinale gekommen. Die kamen gar nicht vor unser Tor. Also es war, ich glaube, das einfachste Pokalendspiel, was es jemals gab in der Geschichte. Giovanni trifft zweimal und ich lauf mich draußen warm. Und der Jogi Löw hat dann noch den Danny Schwarz, den ich sehr gut leiden kann, irgendwann noch eingewechselt, einen Amateurspieler. Also ich hatte keinen Abgang. Also ich hätte das Spiel echt nicht vermasseln können. Das hätte echt nicht funktioniert, wirklich nicht. Also das wäre einfach eine schöne Geste gewesen, den Pokalfinale nach 7 Jahren Stuttgart, dass er mich einwechselt und nicht ein Amateurspieler. Ja. Mhm. Und das habe ich, das hat aber einfach dazu gepasst, hat einfach keinen Menschen interessiert. Ja, und das fand ich schade. Wie hast du denn das magische Dreieck erlebt? Ja, also wirklich sensationell. Also ich glaube natürlich auch, dass der Freddy extrem viel von den beiden anderen profitiert hat. Mhm. Also rein fußballerisch war Giovanni eine Klasse für sich. Mhm. Also ich glaube, das war der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und ich habe wirklich mit vielen guten Spielern zusammengespielt. Das war der beste, muss ich echt sagen. Mhm. Balakow, von seiner Mentalität her und von seiner Klasse her, war er auch unwahrscheinlich stark. Und Freddy hatte einen super guten ersten Kontakt. Also Freddy war keiner, mit dem du jetzt großartig irgendwie, der ein großartiges Dribbling hat oder der dann irgendwie großartiger Kombinationsspieler war, aber er hatte einen super ersten Kontakt. Also du hast genau gewusst, wenn der Freddy den Ball direkt nimmt oder irgendwie per Kopf nimmt, der Ball ist einfach drin. Ja, aber da hatte Freddy, glaube ich, mehr von den anderen beiden profitiert wie andersrum, glaube ich. Okay. Und dann hast du nach der Saison dann tatsächlich doch gehen dürfen. War es dann tatsächlich so, dass man dann auch irgendwie im Streit auseinander ist oder hat man sich dann doch irgendwie einigermaßen ordentlich getrennt? Ja, wir haben uns schon ordentlich getrennt. Ja, also, ja, gut, ich sag mal so, typisch für den VfB damals, wobei ich den Meier Vorfall das super gut leiden konnte und wir auch nie ein Problem hatten, aber typisch für den VfB war halt auch noch so eine Aktion. Ich war dann ja ein halbes Jahr in Kaiserslautern, dann war ein Hallenturnier des Masters da in Stuttgart, dann überreicht mir so ein Ordner, überreicht mir die Urkunde zum DFB-Pokalsieg, obwohl die ganze Führungsriege in der Halle war, ein Ordner. Dann habe ich die Urkunde halt zerrissen und es war die Presse halt dabei, die hat das gesehen und dann ein bisschen eine Story draus gemacht. Mhm. Und dann hat dann die Größe von meinem Vorfeld der Wahl, die hat mir einen Brief geschrieben, hat sich dafür entschuldigt und hat mir nochmal die Urkunde zukommen lassen. Und wie gesagt, er hat sich entschuldigt. Ja, und das fand ich einfach groß. Hat Größe gezeigt, aber die Aktion war natürlich einfach auch nicht in Ordnung damals. Klar. Ja. Aber wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Nein, das kann man so nicht sagen. Genau, und dann bist du nach Kaiserslautern und der VfB haben ja jetzt im Moment auch so ein bisschen eine Fanfreundschaft. Und auch bei Lautern sieht es jetzt im Moment relativ düster aus, sagen wir es mal so. Ja. Was macht es auch mit dir oder wo siehst du da auch Gemeinsamkeiten zwischen VfB und Lautern und wie war es damals auch für dich unter Otto Rehhagel zu trainieren? Also Gemeinsamkeiten zwischen VfB und Lausanne sehe ich gerade im Augenblick wirklich gar keine, muss ich ehrlich sagen, weil FCK ist kurz vorm Abgrund und der VfB ist meiner Meinung nach gerade auf einem ganz, ganz guten Wege eigentlich. Ja, also deswegen brennen gerade ein FCK und der VfB trennen gerade echt Welten, sowohl finanziell als auch sportlich, muss man einfach so sagen. Ja. Damals unter Otto Rehhagel, das war auch nochmal eine ganz spezielle Erfahrung, als ich nach Lausanne kam, da habe ich dann irgendwann mal die Jungs gefragt, wann wir endlich mal mit dem harten Training anfangen. Und die haben gesagt, aber wie das, was du bisher erlebt hast, wird es nicht mehr bei Otto Rehhagel. Ja, also sie haben echt nicht viel trainiert, muss man wirklich sagen. Aber wir hatten in dieser Truppe eine Mentalität und das hat Otto Rehhagel ausgezeichnet. Er wusste genau, wenn ich den und den Spieler hole, dann funktioniert das. Da muss ich nicht viel erzählen über Taktik, muss ich nicht viel irgendwie, was weiß ich, den Ausdauer irgendwo trainieren, weil die holen sich die Ausdauer im Training, weil die einfach jedes Trainingsspiel gewinnen wollen. Mhm. Und das war diese Truppe, die hatte die Mentalität und die Qualität. Das sind die zwei Eigenschaften, die man einfach braucht. Wenn du Qualität hast und die zugehörige Mentalität, dann ist es ganz, ganz schwer, nicht erfolgreich zu sein. Es ist wirklich so. Ja. Und dann war es ja tatsächlich so, dass du dann nochmal deutscher Meister geworden bist mit Kaiserslautern. Oder? Genau. Und das war dann das erste Jahr Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister. Das wird es auch nie mehr geben, definitiv nicht. Und da wusste ich dann diese Meisterschaft zu wertschätzen, ja, im Vergleich zu der 92, weil ich wusste, ja, das kann auch ganz, ganz schnell vorbei sein.
Und da war es auch so, dass wir auch ein Autokorso hatten, aber da haben wir dann, glaube ich, 3 Stunden gebraucht vom einen Ende von Kaiserslautern zum anderen, weil da einfach die ganze Stadt, die ganze Pfalz war irgendwo auf den Straßen. Das war wirklich unglaublich. Und Kaiserslautern ist ja ein bisschen kleiner wie Stuttgart. das kann man so sagen. Und die Pfalz hat ja auch nicht, oder Kaiserslautern hat auch nicht viel mehr als wirklich den FCK. Mhm. Genau, und ja, ist tatsächlich so. Ja, deswegen war das einfach nochmal eine ganz andere Emotionalität irgendwo, die uns da entgegenschlug, wie einfach damals in Stuttgart. Ja, aber es scheint auch jetzt im Moment wirklich super traurig, was da mit dem FCK passiert. Das bricht einem schon ein bisschen das Herz, weil, wie gesagt, die Fanfreundschaft ist ja da zwischen Lautern und dem VfB und das ist einfach irgendwie schade, dass da so ein Traditionsverein, sagen wir mal, einfach so mehr oder weniger der Bach runtergeht und auch einfach für die Region wahnsinnig schade, die Menschen dahinter, weil, wie gesagt, Ja, das stimmt. Die wären so dankbar, wenn es nur ein bisschen positiv laufen würde. Man sieht es ja in den Zuschauerzahlen, wenn es nur mal ein bisschen Fünkchen Euphorie gibt, dann hast du 30.000 Zuschauer in der dritten Liga. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Ist echt schade. Genau. Ja, das war dann so noch diese Zeit beim VfB. Wie ging es dann danach für dich weiter? War dann Lautern tatsächlich der Endpunkt deiner Karriere oder wie ging es dann weiter? Ja, gut, ich hatte dann noch das Vergnügen, durfte dann mit dem FCK Champions League spielen. Mhm. Und wir waren dann auch noch in der Gruppenphase die beste Mannschaft von allen Mannschaften, die dann irgendwo im Wettbewerb noch waren. Und damals war es dann so, dass man dann direkt zum Viertelfinale ausgelost wurde. Ja? Also Gruppenphase und dann direkt Viertelfinale. Und da waren Mannschaften wie Barcelona, Manchester United und so weiter. Und du denkst, du träumst natürlich von den großen Stadien. Und dann wurden wir leider Bayern zugelost. Und das ist echt ein scheiß Gefühl. Da denkst du, ja, Bayern, da spielst du dich ohnehin jedes Jahr. Das ist echt doof. Und da sind wir dann ausgeschieden. Das war nicht sehr, sehr rühmlich. 2-0 im Hinspiel verloren in München und dann 4-0 zu Hause in Kaiserslautern. Ja, und aber das war trotzdem eine tolle Erfahrung, Champions League zu spielen. Ja, und dann war ich in Lautern noch 5 Jahre ungefähr. Ja, 4, 5 Jahre. Und habe dann noch ein Jahr Mainz gespielt unter Jürgen Klopp, was auch nochmal eine super Erfahrung war, einfach den Jürgen Klopp kennenzulernen. Und ja, dann habe ich meine Karriere beendet dann noch, nach dem einen Jahr Mainz. Also 15 Jahre Profi, das war dann auch eine lange Zeit. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Genau, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon fast durch. Janik, machst du dann gerade mal weiter? Genau, noch ein paar allgemeine Punkte zu deiner Karriere, auch Fragen. Thema Doping. In den 90ern war es ein Thema im Fußball. Dazu haben wir auch eine Frage gekriegt vom Georg Wolf, die genauso lautet, inwiefern war Doping im Fußball Anfang der 90er ein Thema? Kannst du das sagen? Also ich kann wirklich, wirklich ganz ehrlich antworten, also in keinster Weise. Also in keinster Weise wurde uns irgendetwas mal herangetragen oder haben wir irgendwie Pillen bekommen oder denkst, was ist denn das irgendwie? Also in keinster Weise. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das Doping im Fußball keine oder nur eine ganz, ganz geringe Rolle überhaupt spielen kann. Mhm. Weil es ist, also wenn man sich darüber unterhält, was bringt Doping? Ja, Doping im Radsport zum Beispiel, da bist du dann irgendwann mal bist du so im Tunnel, dass du nur noch irgendwo fast bewusstlos bist und dann hast du Doping und dann kannst du weiterfahren. Im Fußball musst du in der 90. Minute in der Lage sein, den Ball geradeaus aufs Tor schießen zu können. Also du bist nie in diesem Bereich, dass du gar nicht mehr, dass nichts mehr geht. Bist du im Fußball nie. Du bist dann nach 90 Minuten bist du nicht so kaputt, dass du vom Platz gehst, wie wenn ein Marathonläufer irgendwo ins Ziel taumelt, weil das geht ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwo in der 90. Minute aufs Tor zu laufen und dann zusammenbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, klar. Ja, also Doping macht nur dann Sinn, wenn ich meine extremste Schwelle nach oben verschieben kann. Das heißt, wenn nichts mehr geht, dass ich die Schwelle nach oben verschieben kann. Aber du bist im Fußball, bist du nie an dieser Schwelle, dass nichts mehr geht, weil das keinen Sinn macht. Ja. Deswegen macht, also Fußball ist so komplex, ja, und du bist wirklich nie in diesem Tunnelbereich, wie wenn du bei den Ausdauersportarten, wie du da im Tunnel bist, wo du wirklich nur noch als Maschine funktionierst. Das bist du im Fußball nie. Du musst dich immer noch klar denken können. Ja, ja. Klar. Deswegen macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt meinen Körper noch so nach oben pushe,
dann laufe ich vielleicht laufe ich dann einen Kilometer mehr, aber ich laufe falsch. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich muss auch richtig laufen können. Und auch ab und zu mal muss ich mal wegbleiben können, was mehr Sinn macht, wenn ich den Raum öffne für andere. Also ich glaube, Fußball, also Doping bringt dir im Fußball nicht diesen Vorteil, dass es Sinn machen würde, das überhaupt zu versuchen. Meine Meinung. Okay. Ja, definitiv eine logische Erklärung. Auch sehr interessant, das mal auch aus deiner Perspektive zu hören. Dann eine persönliche Frage an dich, Thema Social Media. Heutzutage hat gefühlt jeder mittelmäßige Fußballspieler einen Social Media Account. Wie stehst du dazu? Du hast dich zu dem Thema ja auch schon mal in einem SWR-Interview geäußert. Ja, ich sag mal, es ist halt einfach ja die Zeit im Augenblick. Wahrscheinlich musst du das haben als Spieler, sonst bist du irgendwie out oder ich weiß es nicht. Ich hätte wahrscheinlich zu meiner aktiven Zeit ein Problem damit gehabt, weil ich dann wahrscheinlich mit vielen auch negativen Kommentaren konfrontiert gewesen wäre, die mir vielleicht zu schaffen gemacht hätten, muss ich ehrlich sagen. Weil oftmals ist in den Social-Media-Kanälen, das ist ja nicht immer nur nett, was die Leute da schreiben. Ja, du wirst da beschimpft und ja, und darauf hätte ich echt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen halte ich mich da immer relativ zurück. Nur ab und zu mal juckt es mich dann auch irgendwo oder mal was zu schreiben zu einem gewissen Thema. Aber dann merkst du relativ schnell, da gibt es dann Leute, wenn du dich mit denen auf eine Diskussion einlässt, das bringt nichts. Ja? Die fangen an zu beschimpfen, zu beleidigen, die schaukeln sich dann hoch und die ziehen dich auf das Niveau von denen runter und da sind die besser, da kennen die sich besser aus auf diesem Niveau und dann kannst du nur verlieren. Und deswegen, wahrscheinlich musst du es als Spieler heutzutage haben, Social Media Kanal, aber ich hätte darauf keine Lust. Aber ich bin auch schon ein bisschen älter. Ja. Dann wieder zurück zum VfB. Spielst du noch für die Traditionsmannschaft? Und inwiefern verfolgst du den VfB heute noch? Regelmäßig, ab und zu nur? Also ich bin, wenn es immer möglich ist, gehe ich auch ins Stadion. Das ist halt leider so, dass ich dann meistens unter der Woche dann halt ins Stadion gehe, weil am Wochenende ist Familie angesagt und ich wohne in Kaiserslautern. Deswegen sehe ich dann halt nicht so wahnsinnig viele Spiele, aber wenn die Spiele unter der Woche sind, so montags oder auch mal freitags, dann bin ich im Stadion regelmäßig. Und sonst verfolge ich natürlich den VfB, wenn es immer irgendwie geht. Traditionsmannschaft, da bin ich gerade dabei, mich drauf vorzubereiten, auf die neue Saison. Ja, also das ist anders wie früher. Früher hast du irgendwie 2 Monate Vorbereitung gehabt und dann 10 Monate Spiele. Jetzt habe ich 10 Monate Vorbereitung und 2 Monate Spiel. Aber es wird immer schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ich merke halt immer, also der Kopf weiß ja noch genau, wie es funktioniert. Und ich sehe dann auch die Räume, in die ich theoretisch starten könnte. Ja, aber die Muskulatur meldet sich relativ schnell und sagt dann, das ist alles nicht mehr so, wie das mal war. Ja, und deswegen bin ich dann doch recht verletzungsanfällig. Aber ich versuche mein Comeback dieses Jahr zu starten, habe ich dem Peter Reichert schon gesagt. Also, ja. Okay. Also, ja, wir können mit dir rechnen. Sehr schön. Ja, Peter Plant auch, er hat gesagt, also für mich ist ein Platz in der Mannschaft da. Ja, also von daher, ich gebe alles. Sehr gut. So gefällt uns das. Dann nochmal ein Blick zurück auf deine Zeit beim VfB. Was war letztendlich die schönste Erinnerung, die du hast an diese Zeit? Die schönste Erinnerung, ja. Boah. Da waren schon viele schöne dabei, aber ich glaube wirklich diese Meisterschaft 92, die war zum einen einfach unverhofft und da war trotzdem, also aus meiner Sicht, ich konnte unbeschwert spielen als junger Spieler. Ich hatte wirklich da noch keine negativen Erlebnisse, sodass ich irgendwie das einfach genießen konnte, glaube ich, diese Saison. Die Gegenspieler kannten mich zwar schon, aber es war damals einfach. Du hast öfters mal Gegenspieler gehabt, die waren echt langsam auf außen. Und je länger ich gespielt habe, desto mehr habe ich gemerkt, die Gegenspieler werden auch immer schneller auf außen, deswegen wird es dann auch schwieriger. Mhm. Deswegen würde ich sagen, diese komplette Saison, 91, 92, die war für mich beim VfB echt das Highlight, muss ich sagen. Das Highlight, sehr schön. Dann vielleicht auch nochmal, findest du es ärgerlich, dass der VfB dann auch zwischen diesem Leeds-Spiel, was du ja vorhin geäußert hast, und den UI-Cup-Spielen 1996 nie international gespielt hat? Also fehlt dir das jetzt rückblickend, diese Zeit an internationalen Spielen? Ja, definitiv. Also für einen Fußballer sind internationale Spiele einfach das Größte. Das einfach, du fliegst erstmal in ein anderes Land. Ja.
und dann trainierst du abends immer in dem Stadion, in dem du am nächsten Tag spielen wirst. Ja, das sind Stadien, die kennst du in der Regel nicht. Ist einfach, alles ist anders. Und du weißt, in der Regel sind es dann auch Live-Spiele dann im Fernsehen. Also du, das ist ein anderes Flair und als Spieler genießt du das. Also solche Spiele lebst du, ja, als Fußballer. Nicht, dass du zum 10. Mal dann irgendwann, was weiß ich, gegen den HSV spielst oder wie auch immer. Das hast du immer, ja. Aber diese Spiele, die sind einfach speziell, ja. Und wenn es dann auch K.O.-Spiele sind, du weißt genau, wenn du heute was Besonderes machst, dann hat es eine andere Wertigkeit wie ein normales Bundesligaspiel. Ja. Und deswegen hat mir das schon gefehlt, damals, muss ich sagen. Ja, ich finde es interessanterweise, für Fans ist es irgendwie genauso. Also auch nur, dass sie nicht so glänzen können wie der Spieler auf dem Feld. Aber ich meine, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt mal wieder, wenn jetzt Fußball gespielt würde und ich jetzt die Wahl hätte, eine Karte für ein Spiel des gegen Hannover zu bekommen, selbst wenn wir es nicht in der Zeitliga kicken würden, oder halt irgendwie auswärts in Schlag mich tot, dann würde ich immer eher lieber auswärts ins Stadion gehen, als mit zum 10.000. Mal irgendwie das Spiel gegen die Bayern zu geben. Also das ist, glaube ich, sehr ähnlich so irgendwie. Nur das war halt nicht definitiv. Also gerade den jüngeren Fans fehlt das, weil die das natürlich noch nicht so mitgemacht haben. Und wäre mal wieder schön. Ja. Ich habe noch kein internationales VfB-Spiel im Stadion gesehen. Das letzte Spiel. Da muss mal Zeit. Ja. Also ich glaube wirklich, dass es euch Fans genauso geht. Ja, bin ich ja überzeugt davon. Ich bin auch mal mit einem Fanflieger, also nach meiner Karriere, da hat der VfB in Barcelona gespielt. Champions League war es, glaube ich. Bin ich dann mitgeflogen und ich hatte auch den Eindruck, dass einfach das genießt jeder einfach, so einen speziellen Trip irgendwo ins Ausland. Dann war es damals noch Barcelona, ging leider nicht gut aus für den VfB damals, ich glaube 4-0 oder so. Ja, war relativ einseitig. Aber das ist, glaube ich, für alle Spieler wie auch Fans ist einfach was Besonderes, aber Pokal zu spielen. Ja. Ich weiß noch, wie wir mal nach Bern gefahren sind und es komplett eingeschneit war und wir irgendwie die Hälfte der Fans rumdrehen mussten, obwohl sie aus Stuttgart kamen, weil sie zu spät losgefahren sind, und dann musste das Spiel alle 20 Minuten unterbrochen werden, weil sie den Schnee in Bern aus dem Stadion schieben mussten vom Spielfeld. Also das ist schon echt krass. International auswärts ist schon was Besonderes. Definitiv, ja. Und dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, und ich denke, die passt auch ganz gut. Auch wieder eine sehr persönliche Frage. Bist du mit deiner Karriere, wenn du jetzt so zurückblickst, auch die Zeit in Kaiserslautern, wo du ja wirklich Fußballgeschichte geschrieben hast, sowas wird es nie wieder geben, bist du mit deiner Karriere insgesamt zufrieden? Hast du? Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ja. Also ich wurde zweimal Deutscher Meister und das nicht mit Bayern München. Das haben nicht viele Spieler geschafft. Da habe ich mich vor kurzem mal mit Christian Gentner auch drüber unterhalten, weil ihm ging es genauso. Er ist auch einer in diesem erlauchten Kreis, ja. Also da kann ich sehr zufrieden sein, auch dass wir als Aufsteiger Deutscher Meister wurden, das ist auch legendär. Dann ist immer noch erster Gesamtdeutscher Meister, das ist auch nochmal speziell. Also da hatte ich, glaube ich, viel Glück, dass ich zur rechten Zeit im richtigen Ort war. Das passt definitiv. Auf der anderen Seite hätte ich es, glaube ich, auch mal verdient gehabt, Nationalmannschaft spielen zu können. Aber entweder war ich zum falschen Zeitpunkt verletzt oder war ich zum falschen Zeitpunkt in Hochform. Also ich weiß noch, als ich auch richtig gut war, da hatten wir halt im Mittelfeld damals mit Hessler, Matthäus, Litbarski, Möller, Uwe Bein, Sommer und so weiter. Also das war halt Qualität, das war ja unglaublich. Und als ich dann mal keine gute Phase hatte, da hatten wir schlechte Nationalmannschaft. Also da hat es irgendwie einfach nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, ich hätte definitiv das Zeug gehabt, ein Nationalspieler zu sein. Aber man weiß nie, für was es ist. Vielleicht es gut war, vielleicht hätte ich mich irgendwie verletzt dann auch in einem Länderspiel oder wie auch immer. Wer weiß. Also ich glaube, ich kann echt zufrieden sein. War okay. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Dann tolle Schlussworte, ja. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Worte möchte ich noch sagen. Erstmal natürlich vielen Dank an dich, Andreas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, nochmal über die Vergangenheit zu sprechen, über die Meisterschaft und deine Karriere beim VfB. Ich fand es sehr interessant, sehr interessante Einblicke auf einer Zeit, die, wie gesagt, die ich nicht selber als Fan miterlebt habe. Ja, wir wollen noch ein paar Spendenaufrufe loswerden. Natürlich zum einen für den Dennis, da reden wir jedes Mal drüber, der am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und deswegen jetzt auch in dieser Zeit zur Risikogruppe gehört. Den Link, den packen wir wie immer in die Shownotes zu der GoFundMe-Seite.
Dann natürlich immer noch den Hinweis auf die Aktion der Stuttgarter Ultras, gemeinsam helfen 0711. Einfach mal bei der Schwaben, beim Schwabenschwamm auf die Seite gehen. Wenn ihr euch da irgendwie engagieren wollt oder jemanden kennt, der die Hilfe braucht, dann macht das. Und den letzten Spendenaufruf, den ich noch loswerden möchte, ist noch ein persönlicher, nicht für mich, sondern für das Fußballmagazin Ballesterer. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Die sind sowas wie die Elf Freunde in Österreich, nur wesentlich schlechter finanziert. Bei denen ist das Geld gerade echt knapp, weil die halt auch keinen großen Verlag hinter sich haben, wie die Elf Freunde. Und wenn ihr Lust auf guten Fußballjournalismus habt, der, glaube ich, immer wichtig ist, dann überlegt euch doch, ob ihr da ein Abo abschließt. So viel zu den meinen Spenden. Aufrufen habt ihr noch? Andreas, gibt es bei dir vielleicht in Kaiserslautern irgendwas vor, auf die Leute noch hinweisen willst? Weil es gibt mit Sicherheit auch ein paar Leute aus Kaiserslautern, die hier vielleicht sich die Folge anhören. Gibt es da irgendwas, was dir bekannt ist? Bis jetzt gerade nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich glaube, die Lauterer, die interessieren sich gerade. Ja, mehr von den FCK, ob es da überhaupt irgendwie weitergeht. Ich glaube, die haben gerade sehr, sehr, sehr viel Sorge um ihren Verein. Mhm. Ich glaube, da planen wir schon mit einer Planinsolvenz vielleicht auch. Also es sind alles gerade Themen, die ja relativ speziell sind. Mhm. Ja. Ja, okay, gut. Jenny, Yannick, habt ihr noch was, worauf ihr noch hinweisen wollt? Nein. Gut. Alles gesagt. Gut, alles klar. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Hören wir uns wahrscheinlich. Also, ich muss nur kurz anders sagen. Also, mir hat es auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Macht immer Spaß, über alte Zeiten zu reden. Und wie gesagt, ich sehe den VfB auf einem guten Weg und ich drücke natürlich im VfB immer alle Daumen und der VfB gehört auch in die erste Liga. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Ja, auf jeden genau. Fall. Definitiv. Ja. Also, gut. Bleibt also, alle gesund. Genau, wir hören uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder. Wir haben noch ein paar andere Sachen geplant, was ehemalige VfB-Spiele angeht. Lasst euch da mal überraschen, wen wir eventuell noch fürs Mikro kriegen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Servus, ciao. Tschüss.